Was passiert eigentlich in einer Zahnoperation? Wenn ihr keine Lust habt oder das irgendwie nicht hinbekommt oder auch andere Leute, die ich kenne, die alle 2 Jahre einfach pauschal sagen, dann lasse ich dem Hund die Zähne machen und dazwischen toleriere ich den Geruch, der dem Maul entströmt, wenn man es eben nicht putzt. Da gibt es halt dann die Möglichkeit beim Tierarzt, den Hund in eine Vollnarkose legen zu lassen. Und der Tierarzt, der säubert dann professionell mit dem entsprechenden Werkzeug die Zähne. Was aber bedeutet, dass alles, was lose ist, dann auch rausgerissen und rausgenommen wird. Das passiert hier allerdings auch. Also hier sind die Zähne bei Eugen lose, einfach weil da war der Zahnstein in die Wurzel gewandert. Und bei einer OP wird das alles auf einmal hauruck ganz ordentlich gemacht und alles, was danach dann noch drinne ist, hat erstmal keinen Zahnstein mehr und es liegt wieder an euch, da dran zu bleiben. Das ist das, was die OP macht, nur eben mit viel Kosten und Risiko, ohne dass ihr Aufwand habt und ohne dass ihr dazwischen sauberen Mund habt beim Hund und keinen Geruch.